In diesem Video zeigen wir dir, wie du eine Kontaktseite zu einem modernen Online-Store 2.0-Theme hinzufügen kannst. Bevor wir anfangen, sollte man wissen, dass Kontaktformulare eine der effektivsten Methoden zur Konvertierung von Besuchern in Kunden sein können. Aus diesem Grund haben die meisten erfolgreichen Shops ein Kontaktformular oder eine E-Mail-Adresse auf ihrer Website. Das kann dir helfen, eine Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen und den Umsatz zu steigern. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie sich Kontaktformulare erstellen lassen. Entweder durch die Anpassung der bestehenden Standard-Kontaktseite oder durch das Hinzufügen eines Kontaktformulars zu einer bestehenden Seite. Um die Standard-Kontaktseite anzupassen, startest du im Shopify-Admin-Bereich und klickst dort auf Online-Shop. Klicke auf Anpassen, um zu deinem Theme-Editor zu gelangen. Verwende das Dropdown-Menü der Seitenauswahl, um zu Seiten zu gelangen und wähle dann Kontakt. Wenn du hier keine Kontaktseite findest, dann schau dir die Hinweise zum Erstellen einer neuen Seite an, die in der Beschreibung unten verlinkt sind. Diese Kontaktseite ist in allen modernen Shops integriert und kann über die Seitenleiste angepasst werden. Viele Shopify-Stores enthalten einen Abschnitt mit häufig gestellten Fragen. Wenn du mit der Anpassung der Seite fertig bist, klickst du auf Speichern. Um ein Kontaktformular zu einer bestehenden Seite hinzuzufügen, klickst du in deinem Shopify-Admin-Bereich auf Online-Shop. Klicke auf Anpassen, um zu deinem Theme-Editor zu gelangen. Von hier aus kannst du zu der Seite navigieren, die du anpassen möchtest. Alternativ kannst du auch das Dropdown-Menü der Seitenauswahl verwenden. Wenn du auf der Seite bist, zu der du ein Kontaktformular hinzufügen möchtest, klickst du in der Seitenleiste auf Abschnitt hinzufügen. Klicke auf Kontaktformular, um es der Seite hinzuzufügen. Die Optionen lassen sich in der Seitenleiste anpassen. Wenn du in deinem Theme keine Option zum Hinzufügen eines Kontaktformulars siehst, verwendest du vielleicht ein kostenpflichtiges Theme eines Drittanbieters oder ein älteres Theme, das nicht für Online-Store 2.0 ausgelegt ist. Weitere Informationen zu den Online-Store 2.0-Themes findest du in der unten stehenden Beschreibung. Wenn du deine Seite angepasst hast, besteht der letzte Schritt darin, sie für deine Kunden leicht zugänglich zu machen. Das erreichen wir, indem wir sie zur Navigation unseres Shops hinzufügen. Um diesen Link zu erstellen, startest du erneut im Shopify-Admin-Bereich und klickst auf Online-Shop. Klicke dann auf Navigation. Hier siehst du alle bestehenden Menüs, die du eingerichtet hast. In unserem Beispiel fügen wir unsere Seite zum Fußzeilenmenü hinzu. Klicke innerhalb des Menüs auf Menüpunkt hinzufügen. Hier kannst du einen eigenen Titel eingeben und einen Link zu deiner Seite hinzufügen. Nach der Auswahl klickst du auf Hinzufügen. Die Kontaktseite wird zur Liste der Links in einer Fußzeile hinzugefügt. Die Reihenfolge der Links lässt sich beliebig anpassen. Dazu klickst du auf das 6-Punkte-Symbol, hältst es gedrückt und bewegst den Link nach oben oder unten, um so die Reihenfolge zu ändern. Wenn du mit der Anordnung der Links zufrieden bist, klickst du auf Speichern. Jetzt weißt du, wie du eine Kontaktseite erstellst, anpasst und zu deiner Navigation hinzufügst. Wenn es irgendwelche Probleme geben sollte, schau bei den in der Beschreibung verlinkten Ressourcen vorbei. Danke fürs Zuschauen.